Hallo und herzlich willkommen zu Teil 38 von Cult of the Lamp. Ja, wir haben das DLC angefangen. Da gibt es wohl einiges zu tun, zumindest ein bisschen was zu tun. Wir haben in der letzten Folge eigentlich die Zeit damit verbracht, dass wir uns um unseren Kult kümmern, den wir da auf Vordermann bringen, überall einmal rumlaufen. Und jetzt sind wir bereit für den ersten Dungeon, also für den ersten Dungeon mal wieder. Und zwar müssen wir alles wohl nochmal machen. Wir müssen die Bischöfe nochmal besiegen, um sie zu befreien. Das ist unser Ziel. Was mir auch noch aufgefallen ist, hier gibt es wieder solche Gebotsteinfragmente. Ich bin mal gespannt, was wir davon haben, was wir da dann bekommen. Und Heiliger Talismanstück. Ich weiß nicht, ob es sie da noch gibt. Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los und gehen nach Düsterholz. Unsere Leute müssten genug zu essen haben, tatsächlich. Da ist er. Sei gepriesen, Lamm, in dieser sich im Fluss befindlichen Welt, in der wir uns ein weiteres Mal treffen. Es ist deine Bewegung, deren Kraft du bist. Doch deine Herrschaft ist noch in der Wiege und deine Pflichten sind noch nicht erfüllt. Lamm, du weißt, was zu tun ist. Ich will dich nicht beunruhigen, obwohl Götter gewiss Furcht empfinden können. Das hast du bewiesen. Erledige deine Aufgaben, triumphiere. Sei gepriesen, Lamm. Oha, der geht aber. Die Gegner in Düsterholz sind stärker geworden, na klar. Vampir-Axt ist natürlich immer geil. Eine Vampirwaffe, aber es war Stufe 1, oder? Ne, stopp, Stufe 16 ist das Ganze. Und Tentakel schlagen in vier Richtungen aus. So, okay, wir sind bereit. Wir sind bereit. Wer war der erste Leshy tatsächlich? Ich weiß gar nicht mehr genau. Okay, was ist das? Das ist neu. Oh, der hat auch so einen Hut. Ah, die rote Krone. Und du, Bestie, göttlich. Komm, ich habe Werkzeuge für dich. Ja, sie wurden von Kemach gefertigt. Meine Brüder, sie mögen hübsche Dinge besitzen, aber meine Macht, mächtige Dinge. Wirst du zusehen? Wirst du zugreifen? Was wirst du im Tausch geben? Dein Fleisch? Deine Knochen? Deine Krone? Ich scherze, ich mache Witze. Ich werde nichts nehmen. Nichts für Schemach. Okay. Relikte freigeschaltet. Jetzt wird's spannend, Freunde. Okay, wie viele haben wir da bitte gleich? 10 von 37, 12 von 37, 13. Okay, wir fangen von oben an. Klaunex H. Füge allen Gegnern Schaden entsprechend der Menge deiner Tarotkarten zu. Ladetempo Mittel. Was auch immer das heißt. Galvas Talisman. Werde größer. Cool. Zerbrechlich. Das heißt, es kann irgendwie kaputt gehen. Laplace Würfel. 50%ige Chance, ein Herz zu heilen. Oder eine 50%ige Chance auf ein Geisterherz. Ah, Ladetempo heißt, das muss aufladen. C des Eisblutes. Friere alle aktiven Gegner ein. Kann ich das dann einfach aktiv einsetzen? Halte für eine kurze Dauer die Zeit an. Das klingt echt viel Zeug cool. Alas Zähne. Lasse einen Sturm aus Blitzen auf die Ungläubigen niederregnen. Vergifte alle aktiven Gegner. Beschwöre einen neuen Fluch mit erhöhter Stufe. Werde kleiner. Auch zerbrechlich. Spawne Bomben im ganzen Raum. Beschwöre einen Dämon, der dich im Kampf unterstützt. Auch zerbrechlich. Und erzeuge ein Tentakel, das Berührung Schaden verursacht. Verwende ein zufälliges Relikt. Ich sage euch was, wir werden einfach dieses größer machen, weil ich will einfach gucken, was bedeutet dieses zerbrechlich. Hä? Ich kann hier gar, ich wähle hier gar nichts aus. Lol. Was? Hä? Wow, ist das einfach ein zufälliges oder was? Das ist ja lame. Oder was heißt lame? Ich dachte nur, wir können es auswählen. Relikte sind mächtige Gegenstände, die mit der Macht des Glaubens durchtränkt sind. Sie können für Angriffe oder Spezialaktionen verwendet werden. Relikte können verwendet werden, sobald sie voll aufgeladen sind. Lade sie auf, indem du Ungläubigen Schaden zufügst. Manche Relikte können mehrere Male verwendet werden, während andere zerbrechlich sind. Ah, okay. Und nur einmal verwendet werden können.
Aha, meine schönen Schöpfungen, heilige Stücke, verehrter Wesen. Sie hungern, ja, sie dürsten nach der Macht, die sie einst besaßen, ja? Füttere sie, ja, sie sind hungrig, hungrig nach abtrünnigem Fleisch. Lass sie schlemmen. Okay, der ist richtig durch, der Gute. Wie setze ich das jetzt ein? Einfach so. Ja, okay, wir werden das jetzt gleich austesten können. Das ist gut. Auf LB. I see. Ah, ja. Besser als eine alberne Karte. Besser als ein spitzes Schwert. Hemmach ist besser. Besser als eine alberne Karte, so nämlich. Kleiner Gott wird wiederkehren. Hemmach wird Relikt geben. Hemmach wird Relikt fertigen. Hemmach wird eines Tages Relikt aus dir machen. Adieu. Warum glaube ich ihm das? Okay, das reicht auch, um es ein bisschen aufzuladen. Interessant. Und hier erhöht die Chance, dass Relikte spawnen. Haben wir die dann zum ersten Mal oder nur jetzt? Ja, okay, die haben wir freigeschaltet. Ja, dann was Gutes zu machen. Dann was Gutes zu machen. Nachdem der Typ so viel Geld geklaut hat. Der Abtrünnige, werden ihn direkt einsperren sollen. Brauche jetzt natürlich erstmal ein Gefühl, wie das Ganze war. Eigentlich war es nicht so schwer, fand ich. Also leichter als so ein Binding of Isaac oder so. Aber natürlich müssen wir erstmal hier wieder ein Gefühl dafür bekommen. Ich meine, wir haben das Vampirzeug, das ist gut. Frage ist, wie viel Schaden mache ich? Ich glaube, in einem Raum mit vielen, vielen Gegnern probiere ich es gleich mal aus. Häppchen. Kleine Spinnchen, die wir kaputt hauen und mal essen. Boah, krass, wie viele Leute gerade alt werden bei uns. Das ist gar nicht gut. Ich sollte ihnen das mit dem längeren Leben, glaube ich, geben. Oha, das ist ziemlich stark. Ihn hat es, glaube ich, nicht getroffen, weil er gerade in der Luft war das so. Spawne Bomben im ganzen Raum. Interessant natürlich auch, können wir es nur einmal... Also, haben wir nur ein Relikt. Ich teste mal. Wir haben nur ein Relikt. Und das kann ich jetzt nur einmal benutzen. Und dann ist es weg, oder was? Wenn da zerbrechlich steht. Machen wir, glaube ich, nicht hier, oder? Machen wir beim Boss. Ich frage mich auch, ob wir gleich dann zum Dings kommen. Ob wir gleich zum Bischof kommen. Weil bisher war es ja so, man muss das erstmal viermal schaffen. Oder beim vierten Mal kamen wir zum Bischof. Aber das werden wir jetzt gleich herausfinden, wenn wir hier durchgehen. Ich würde tippen, das ist der Bischof. Aber es ist, sind nicht so viele Wege, gell? Normalerweise sind es mehr Wege. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Verstärkung. Wir haben uns gewehrt, so gut wir konnten, aber nur ich habe überlebt. Düsterholz war früher einmal ein sicherer Ort. Das ist aber schon lange her. Das weiß doch keiner mehr. Eigentlich mag ich Äxte nicht so gerne, die kauen so ewig. Ich muss hier ein bisschen kurz und klein schlagen, einfach, dass wir ein bisschen das Material kriegen. Truhen enthalten Nahrung statt Münzen. Hier können wir es mal ausprobieren. Boah, das ist ziemlich krass, aber es muss halt auch treffen, gell? Voll viele wurden gar nicht getroffen. Ich dachte, bei vielen Leuten teste ich das jetzt mal aus. Gnadenloser Dolch. Was, göttlicher Wächter? 2 Sekunden Unverwundbarkeit. Das finde ich, glaube ich, geil. Warst du das auch nur eins, gell? Das wäre jetzt auch gut mit einem goldenen Vlies. Oh, was ist... Oh, das ist der Midas. What?
Oh, hallo, werter Kunde. Oh je, welch schäbige Begleitung. Es ist lange her, dass ich von zu Hause fort bin, aber ich musste gehen. Was für eine reiche Welt, finster und pulsierend und reich. Und ist Wohltätigkeit nicht die größte Tugend? Jo, geht's noch? Was, Alter, der hat mir einfach fast die ganze Kohle weggenommen. Gott, ich konnte nichts dagegen machen. Das ist irgendwie krass, oder? Dass unser Lamm tatsächlich hier sich von so einem Kerl einfach umhauen lässt. Ja, treff bitte. Hallo? Okay. Das war gerade komisch, dass das nicht getroffen hat. Ich sage euch, wenn ich den Kerl treffe, der ist dran. Der ist wirklich dran. Tarotkarte ziehen. Schwester Chemachs Wahnsinn wurde mit den ersten Karten aufgedeckt, die von ihren eigenen Sippe gezogen wurden, wie ich es stets getan habe. Ist das Schicksal der Gral, der gesucht werden muss, oder die Kraft, die einen vorwärts treibt? Komm, lass uns noch ein weiteres Mal ziehen. Die erste Karte ein Leuchtfeuer, die zweite ein Schatten, die dritte etwas Verlorenes. Möglicherweise gestohlen. Gestohlen, unser Geld. Umgedrehte Karte muss gesucht werden. Die Karten sprechen, ein Relikt ruft. Du musst es suchen und beanspruchen. Yo, zieh mal eine. Ichospur Plus. Lasse beim Abrollen schwarzen Ichor. Hinterlasse beim Abrollen einen Sprengsatz. Ich glaube, die Spur finde ich besser ein bisschen. Ich glaube, wir ziehen keine, oder? Blumenhalskette. Wie sie alle sterben, das gibt's doch nicht. Einer nach dem anderen stirbt hier gerade. Einer nach dem anderen stirbt hier gerade. Ich brauche ein neues Relikt, gell? Das scheint echt ein bisschen blöd, wenn das so einmalige Staffel war, ein bisschen schwach. Dafür, dass ich es nur einmal einsetzen kann. Vielleicht ist das bei einem Boss oder so sinnvoll. Kannst du gut verwenden, weiß nicht. So, sind wir eigentlich schon da? Fast, gell? Aber kommt, ich glaube nicht, dass hier schon der Bischof kommt. Ich glaube, dann wird wieder ein Viertel eingeteilt. Dann müssen wir echt das Ganze nochmal, also im Prinzip das Ganze nochmal machen. Gibt es eigentlich genauso viel, wenn wir es kaputt hauen? Ich glaube, gell? Fast zumindest. So, wir werden sehen. Ob wir gleich einen Leschi, den guten alten Leschi sehen oder noch nicht. Was ist das? Oh, wow, neuer Gegner, oder? Ist das der auf den eigenen Weh? Okay, wir können das Ding nicht kaputt hauen. Okay, dann ist es weg. Das wäre halt richtig krass, wenn der Kerl jetzt die ganze Zeit kommen wird. Eins von den Göttern, jetzt mit göttlicher Macht. Augen und Ohren und Kehlen und Hirne. Werde kleiner. Aber wie lang bleibt es? Gehe ich oben oder unten weiter? Ich gehe nach oben. Wie lange bleibt es? Ist es ein Vorteil für mich, klein zu sein? Boah, solche Gegner finde ich ja immer richtig anstrengend, gell? Die nicht getötet werden können. Die aber die ganze Zeit kommen. Krass. Da habe ich ihn nur mit treffen lassen. Okay, dann setze ich es mal ein. Wie klein ich bin. Bin mal gespannt, ob das bleibt. Was hat das für einen Vorteil? Werde ich nicht mehr so leicht getroffen? Das hat bestimmt eine Abklingzeit, oder?
Eine neue Waffe. Turuas Berührung. Ich setze gerade überhaupt nicht das Zeug ein. Nekromantendolch. Ha, ich behalte, was ich habe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich behalte einfach, was ich habe. Irgendwie muss ich nicht wechseln, glaube ich. Wallefahrt 2. Okay. Das heißt, ein neuer Zwischenboss und der ist auch ein bisschen stärker. Aber ja, okay. Dieser Slow ist halt ein bisschen krass. Das ist ja gleich nicht mehr geslowt, aber okay. Momentan ist halt richtig krass. Dieser Eisfuß ist wohl richtig gut beim Boss. Wow. Muss ein bisschen aufpassen. Ein bisschen aufpassen muss ich auf jeden Fall. Halbtot. Oh shit, ey. Boah, krass, direkt zweimal getroffen. Boah, und ich habe schon wieder so eine große Schnauze gehabt. Der wird halt immer schneller. Ich schaff's immer noch mal aufgeladen zu sein, oder? Das wird krass. Sei doch bitte aufgeladen. Nein. Aber ich, warte, ich komme wieder. Ich komme hier wieder. Ich komme hier wieder. Ich komme hier wieder. Ach so, scheiße. Ich muss einen opfern, gell, um wiederzukommen. Das habe ich ganz vergessen. Nein. Jetzt die Frage: Riskiere ich oder. Ich nehme einfach mal drei Herzen, drei Schild. Uff. Ein Herz ist zu wenig, gell. Ich muss einen mit. Entweder einen mit Stufe 2 nehmen. Oder ich nehme einen alten. Halbes Herz und Schild. Boah, das ist halt auch so gefährlich, gell. Ich riskier's. Ich riskier's. Das wäre jetzt halt richtig bitter, wenn ich jetzt. Ich brauche den Slow nochmal, gell. Ja, Also der Slow ist halt richtig geil, aber Alter, wie schnell der war. Viel zu schnell für meine, für meine alten Reflexe. Gottesträne, was auch immer uns die Gottesträne bringt. Eine kristallisierte Träne eines der ersten Götter. Das ist halt die halt Frage, gell? Großes Geschenk, Stein oder Bärenstrauch? Großes Geschenk. Das war tatsächlich ziemlich brutal, fand ich. Ja, okay, 1 und 4. Es ist also wirklich so. Wir müssen also wieder 4. Das heißt, wir haben im Prinzip alles nochmal, Freunde. Wir müssen alles nochmal machen. Ketzer besiegt. Kriegen wir nicht noch einen? Wir müssen doch nochmal einen Anhänger kriegen. Und ich muss mir jetzt überlegen, wie ich das mache. Damit wir ein bisschen höherstufige Leute haben. Das erste, was ich jetzt mache, ist, ich schaue, ob ich wieder einen wiederbeleben kann. Predigt mal auch kurz. Da gibt es auch Neues, gell? Das haben wir halt auch noch nicht geguckt. Das hier ist komplett neu. Stand es dran. Beschwöre eine Waffe oder einen Fluch erneut, aber die Stufe wird um 1 gesenkt. Waffenbeherrschung. Drücke die Taste schwerer Angriff. Oh. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Das müssen wir fast machen, gell? Schwertbeherrschung, Dolchbeherrschung, Axtbeherrschung.
als für die unterschiedlichen Waffen. Hier gibt es auch nochmal was. Augen der verlorenen Relikte. Auf deinen Kreuzzügen tauchen neue Relikte auf. Verdammnis der Relikte. Das sind verdammte Relikte und gesegnete Relikte. Und erhöht die Ausgangsstufe von Waffen, wenn ich mit einem neuen Kreuzzug beginne. Eigentlich bringt das gar nichts, oder? Das sind wir stärker, aber die Gegner auch. Ich weiß nicht. Was war das nochmal? Erneut. Ja, das will ich, glaube ich, nicht. Ich will den schweren Angriff. Was auch immer das für eine Taste ist, aber ich will den schweren Angriff. So, und jetzt Ritual, aber ich kann schon wieder einen beleben, das ist super. Gab es irgendwas, was die gut levelt, was sie gut hochbringt? Geld spenden, das brauche ich auch bald. Loyalität ist mir nicht so wichtig gerade. Oder... Alle Anhänger erhalten Loyalität. Ne, das ist gut. Ist das ein Tod oder einer, der noch lebt, den ich aufsteigen lasse? Ich weiß gar nicht mehr. Das ist einer, der noch lebt. Plus 50%. Hä? Gibt es den anderen so viel oder was? Nee. Wir holen erstmal einen zurück. Einen, der ein bisschen höheres Level hat. Wir könnten dann tatsächlich versuchen, ob wir den opfern. Weil das wollen wir ja auf jeden Fall mal noch schauen. Stufe 2, 3, 4. 4 ist doch ganz gut. 5, 5. Halt echt einige, die ein bisschen höher sind, gell? Die sind halt echt auch richtig lange schon dabei. Ich verstehe nicht ganz, warum die hier stehen und die hier tot liegen. Sind die anderen aufgestiegen? Ich glaube, ich hole einen Eligos zurück. Und den können wir dann im Notfall nochmal opfern. Ist zwar echt fies, aber... Aber so läuft es bei uns. Habe ich hier denn schon einen Glaubensvollstrecker? Ich habe eigentlich einen, aber ich weiß nicht, ob der weg ist, ob der schon gestorben ist. Dann werde ich sagen, Mama, nehmen wir da den Zeugen, oder? Können wir den nicht nehmen? Hallo? Jener, der wartet. Wo ist der? Anano. Teul. Hä, den kann ich gar nicht nehmen. Das ist ja doof. Wen nehme ich dann? Dann nehmen wir einen Hanano. Das ist unser erster und bester Gefolgsmann. Nicht unser bester, ist der Matrema, aber unser erster. '83, der Gute. Wie sie alle ihre Macht direkt ausnutzen. Okay, cool. Stimmt, ich habe ein paar neue Leute hier. Eigentlich nur einen, gell? Alarno. Was haben wir denn für eine hübsche Form, die wir noch nicht haben? Hier, da. Es gibt halt so viele, ey. Was lasse ich dich machen? Ich lasse dich Farm bestellen. Du sollst arbeiten auf dem Acker. Arbeite auf dem Acker. Das wird langsam richtig viel. Das ist gut. Das gefällt mir. So, was ich machen kann noch kurz, ist nochmal ein neues Upgrade holen. Machen wir die kurz voll. Ist eigentlich gut, dass ich viele von denen hier habe, gell?
viele von diesen zusätzlichen Sachen. Okay, dann mache ich noch eine Gruft. Da kann ich dann meine Toten zur Ruhe betten. Würde ich sagen. Aber diese Gruft, würde ich sagen, die schauen wir uns in der nächsten Folge an. Und dann denke ich mal, dass wir dann gucken, ob wir was Neues, ob wir das neue Gebiet freischalten können. Und dann werden wir noch einen Streifzug machen. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut, haut rein und tschüss.